sagen, das ist ein ganz gefährliches Spiel mit dem Krieg. Wir spielen Krieg. Und genau darum dreht es sich, um Paintball. Paintball, vielen von Ihnen möglicherweise noch nicht so richtig bekannt, Farbball. Früher hieß es Gotcha, im Ausland heißt es meistens heute noch Gotcha. Ich darf Ihnen vorstellen, Mark Whiteman. Herr Whiteman. Sie kommen aus Bar-Riebenhausen, klingen englisch, sind auch Engländer, haben sich aber seit wie vielen Jahren in Deutschland niedergelassen? Oh, ich bin hier so 7, 8 Jahre, vielleicht noch ein bisschen länger, 8,5. Sie betreiben ein eigenes Gotcha-Gelände, wo? Paintball-Gelände. Paintball-Gelände, wo? In der Nähe von Nürnberg. In der Nähe von Nürnberg. Damit wir nicht mit vielen Worten unseren Zuschauern erklären müssen, was sich dahinter verbirgt, Paintball, es gibt einen Film und den zeigen wir Ihnen kurz und Sie kommentieren uns, was wir da sehen. Gut, schauen wir es an. Nein. Ah, da sehen wir eine Frau geschminkt, das ist aber nicht normal, aber vielleicht für die Kamera nur gemacht. Das sind die Jungs schon im Spiel. Sie haben echt altmodische Maske, aber trotzdem, das sind die richtig im Spiel. Ne? Da wird man getroffen sozusagen. Ja, das ist, man sieht das schon, was passiert, laufen hin und her. Das Spielgelände ist sehr dick gewaldet. Was kommt jetzt? Ja. Bisschen kurz. Bisschen sehr kurz. Aber vielleicht können wir da so ein bisschen zumindest draus entnehmen. Versuchen wir mal die Regeln zu erklären. Ist es richtig, dass wir zwei Mannschaften bilden? Erstmal mit zwei Mannschaften, so circa 7, vielleicht mehr bis 10, es kann auch manchmal 5 sein. Mhm. Beide Mannschaft hat ihre eigene Flagge. Und die versuchen gegenseitig die gegnerische Flagge zu kriegen. Ja. So, und jetzt bleiben wir einen Zeitraum von vielleicht 15 bis 20 Minuten und dann geht's los. Sie wird abgepfiffen von Schiedsrichter und dann versuchen die gegnerische Flagge zu kriegen. Und gleichzeitig ihre Gegner tun das Gleiche. Ja. Und irgendwo in der Mitte oder auf dem Spielfeld, die treffen es. Aber wenn ich markiere sie mit einer Farbkugel, dann sind sie vom Spiel aus. Mhm. Gut, klingt sehr schön, was Sie gesagt haben, kann man auch anders formulieren. Ich habe zwei Mannschaften, die beiden Mannschaften spielen gegeneinander, spielen jetzt in Anführungsstrichen. Ziel ist es, die Fahne des Gegners zu erobern. Mhm. Ich kann die Fahne des Gegners nur erobern, indem ich so viele gegnerische Spieler wie möglich erschieße, in Anführungsstrichen, sprich mit dem Paintball, dem Farbball markiere, so wie wir es da gesehen haben. Mhm. Das Wort erschießen gefällt Ihnen aber nicht. Nein, man markiert die Gegner, man schießt sie nicht, man markiert die Gegner. Das ist, ich kann auch, wir haben zum Beispiel Spiele gehabt, weil die haben einen Markierer gehabt und leider die Drücken war ein bisschen zu viel und die dürfen diese Markierer nicht benutzen, wegen die unsere Gesetze. Und der ist in ein Spiel gegangen mit einem Handvoll von Farbkugeln in der Hand. Hm. Und der ist hinter einem Ast so versteckt und rausgekommen und sagt, du bist markiert. So ist gegangen. Gut, aber das ist nun mal nicht das normale Paintball-Spiel. Nein, aber es ist passiert. Das ist sicherlich eine gute Humoreske. Sie haben eben gesagt, das war alt, was wir dort in dem Film gesehen haben. Sie haben recht, der Film war in der Tat alt. Es war von dem damaligen Gotcha-Verband gemacht worden, ändert nichts daran. Neu ist an Ihrer Ausrüstung beispielsweise die Maske. Ja, jetzt natürlich, wir haben eine viel bessere Maske. Ja, so, wenn Sie das haben zeigen wir haben es, ja. Es ist eine optimale Schutzmaske. So, ein gutes Sicht hat man hier. Die Nase ist gut gedeckt hier unten. Halten Sie doch mal so vors Gesicht, wie Sie danach tragen wollen. Moment. Sehr wege. So ungefähr schaut es aus. Ja. Schaut nicht sehr schön aus, aber es funktioniert. Das ist der Hauptsache. Ja, ist auch Vorschrift und das hat seinen Sinn, weil... Ja, die sind auch DIN-mäßig für Deutschland gemacht und es ist Vorschrift. Die Glas ist, oder Plastik hier ist gesichert bis 380 FPS, das sind Fuß per Sekunde. So eine Farbkugel von ganz in der Nähe hat keine Chance, da durchzugehen. Gut, denn 1989 wurde Gotcha damals noch auf den Index gesetzt, weil... Es konnte in der Tat vorkommen, dass man so schwer verletzt wurde, als es diese Maske noch nicht gab, dass es zum Tod führen konnte. Aus der Nähe ein Schuss an die Schläfe, respektive in die Augenhöhle, war so gefährlich, dass er tödlich sein konnte. Wenn man kriegt einen Schuss genau in das Auge, ist es kontergefährlich. Ja. Daher die Maske. Daher ist die Maske gekommen, an die Maske ist Vorschrift. Wie alt muss ich sein, muss ich überhaupt eine ein Alter erreicht haben, um spielen zu dürfen? Ja, bei mir auf meinem Spielfeld unter 18 ist keiner. Sie dürfen nicht unter 18. Ja. Wenn Sie sagen, auf Ihrem Spielfeld, bedeutet das lediglich, gilt lediglich bei Ihnen oder ist das generell? Nein, das ist überall. Mhm. Auch in England, Amerika, Franz, das Spiel ist meistens 18. Ich glaube, in England jetzt ist es vielleicht schon auf 16, aber ich bin nicht ganz sicher.
Aber bei uns ist 18, das weiß ich mit Sicherheit. Wir sind ja noch ein Paintball-Entwicklungsland in Deutschland. Mhm. Nicht? In England haben Sie wie viele Spielfelder? Oh, wir haben in England jetzt 400 bis 500 Stück ungefähr. Und in Deutschland haben wir etwa? So 10 bis 20 vielleicht, wenn überhaupt. 25. Mhm. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Medien haben Paintball ziemlich angegriffen. Die Leute schon ein bisschen Angst eingejagt. Es ist etwas schade. Es ist ein wahnsinnig toller Sport. Viel Bewegung, viel frische Luft. Es ist ein Teamgeist. Mhm. Leute müssen zusammen. Gut, das sagen Sie als Anhänger von Gotcha. Das ist noch unbenommen. Müssen Sie auch sagen. Wäre auch komisch, wenn Sie das Gegenteil sagen würden. Was wir von Ihnen noch ganz gerne wissen müssen, möchten, Herr Whiteman, ist, was kostet denn das eigentlich? Hier zum Beispiel, wenn einer kommt zu mir für einen Tag und der möchte das Spiel ausprobieren, der ist ein Anfänger, der kommt draußen zu mir, er zahlt für den ganzen Tag ca. 60 D-Mark für den ganzen Tag. Der kriegt dann alles dabei, so auch ein Grill, so dass er hat ein bisschen was zu essen nachmittags. Ja. In Bayern vielleicht trinkt er auch ein Bierchen, kann man auch nicht stoppen. Nö, nee, sollte man auch nicht. Dann spielt er den ganzen Tag von in der Früh von circa halb 10 durch bis 18 Uhr. Kann es manchmal später sein. Wenn die Spieler manchmal haben Lust und die spielen tatsächlich bis 19, 20 Uhr. Ja, das habe ich verstanden. Sie haben da eben gesagt, das dauert gerade eine Stunde, so ein Spiel. Nein. Der spielt den ganzen Tag. Ein Spiel dauert ungefähr 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten. Dann spielt der X Dann kommt er immer weiter ins Spiel. Ja. Ach so, ah ja. Und wenn ich jetzt dieses Geld bezahlt habe, muss ich dann das alles mitbringen, so eine Maske beispielsweise? Sie kriegen von uns so eine Maske, Sie kriegen einen Anzug, so einen Schutzanzug oder mindestens so eine Art Tarnanzug ist das. Das ist das Beste zum Spielen momentan. Da gibt es aber woanders. Viele Leute spielen auch keinen Tarnanzug, aber trotzdem, wir verleihen einen Tarnanzug. Es ist günstig zum Einkaufen. Herr Whiteman, das, was wir eben in dem Film gesehen haben und auch das, was Sie uns jetzt zeigen, der Tarnanzug, die Stiefel, dann Sie sagen das Markierungsgerät, das sieht aber so aus wie eine Pistole, wenn es auch nicht wie eine normale Pistole funktioniert, sondern mit einer Farbkugel funktioniert. Können Sie es eigentlich den Gegnern von Paintball oder Gotcha verübeln, dass die sagen, das ist mir zu militaristisch und ist sogar gefährlich? Er muss das erste Mal mitspielen auf dem organisierten Grundstück, der muss erst mal mitspielen. Und dann erfährt dasselbe, das hat mit Krieg wirklich nichts zu tun. Mit Kriegsspielen, sagte ich auch nicht. Mit Kriegsspielen hat wirklich nichts zu tun. Unterhalten wir uns mal mit Spielern. Unter anderem sind da zwei bei, die bei Ihnen spielen. Wenn ich sage bei Ihnen, dann ist das auf dem Gelände von Herrn Whiteman in der Nähe von Nürnberg. Herzlich willkommen, Andreas Nilewski. Herr Nilewski, Sie kommen aus Ingolstadt, Sie spielen auf dem Gelände. Ja. Wie lange machen Sie da oder wie lange spielen Sie schon Gotcha oder Paintball? Spielen tue ich schon seit 3 Jahren. Also ich habe das erste Mal in den Staaten das kennengelernt. Also alter Hase. Ja, gespielt. Wenn Sie das mal so über den Daumen machen würden, wie oft haben Sie schon einen Durchgang gemacht? Fähnchen erobert? Ungefähr 8 bis 10 Mal am Tag. Also wie oft spielen Sie das denn dann in der Wenn Woche? Ich am Tag spiele, also wie der Herr Whiteman schon gesagt hat, spielen wir das also eine Viertelstunde, das geht meistens sogar schneller. Wenn die Mannschaft also nicht so gut ist, geht es auch innerhalb 2 Minuten, wenn man die Fahne erobert recht schnell. Ja. Dann geht es wieder runter, dann spielt wieder eine andere Mannschaft gegen wieder eine andere Mannschaft. Und aber Sie haben das dann schon x-hundert Mal gespielt? Ja, oft, sehr oft. Wie oft Hand aufs Herz, wie oft sind bei Ihren Spielen Verletzungen passiert? Verletzungen bis jetzt bei uns noch keine, also seit ich auf dem Spielplatz bin, überhaupt noch nie. Mhm. Ich meine sicherlich, es gibt blaue Flecken immer, wie bei jeder Sportart auch, was passieren kann. Ja. Bei dem einen sind sie ein bisschen dunkler, bei dem anderen halt nicht. Das habe ich bei Rugby auch und anderen Sportarten auch. Herr Regler, Nick Regler, ebenfalls aus Ingolstadt. Sie beide spielen in der gleichen Mannschaft. Herzlich willkommen auch Ihnen. Sind Sie genauso ein alter Hase? Nein. Herr Nilewski? Nein. Nicht ganz so lange. Ich spiele also seit Eröffnung des Geländes von Herrn Whiteman, seit Februar circa. Ich spiele also regelmäßig jedes Wochenende Paintball. Regelmäßig jedes Wochenende? Regelmäßig jedes Wochenende. Das ist eine richtige Leidenschaft geworden? Das ist eine richtige Leidenschaft. Manchmal Samstag und Sonntag, manchmal nur Samstag, aber jedes Wochenende. So wie andere zum Fußballplatz gehen, gehen Sie zu Herrn Whiteman zum Paintball? Richtig. Ja. Sind Sie nebenbei noch irgendwie an der Sport interessiert? Nein, also ich muss sagen, bin also völlig unsportlich bis dazu gewesen und verspreche mir da ein bisschen den Konditionszuwachs. Also, und funktioniert das? Naja, so lange mache ich es ja noch nicht. Aus Bonn, die einzige Dame in unserer Runde, Susanne Braun. Ich bin ganz verwundert, Frau Braun.
Dass wir überhaupt eine Dame in dieser Runde haben, das schien mir nach dem, was ich in dem Film gesehen habe, ein sehr ungewöhnliches Spiel oder Sport oder wie auch immer für Damen zu sein. Ich weiß nicht, nee, eigentlich finde ich das nicht. Es gibt viele Damen, die bevorzugen Aerobik oder machen andere Sachen. Ich bin, ich bin dazu gekommen, weil mein Mann ein Spielgelände in Bonn hat und wir dadurch sehr viel Kontakt haben mit vielen Spielern und ich wurde dann irgendwann gefragt, ob ich nicht auch mal mitspielen wollte und seitdem spiele ich halt Gott sei Dank. Das heißt, wir haben eigentlich schon zwei Plätze von den 20 hier im Studio versammelt, das von Herrn Whitman und das von Ihrem Mann. Ja. Schon ganz schön höher Prozentsatz. Aber sagen Sie, das ist doch eigentlich ein Spiel, was ein bisschen ruppig ist. Nein, es ist ja kein Vollkontaktspiel. Es geht ja einfach nur so darum, dass man sich selber durch den Wald wurstelt, an die Fahne wurstelt und dann wieder zurück an seinen Fahnenpunkt wurstelt. Schön gesagt, kein Vollkontaktspiel. Ja. Das meinen Sie also so mit Körperkontakt? Ja, das kann jeder spielen. Ja, aber da liegt ja gerade direkt der Kasus Knacktus. Sie müssen auf die Entfernung gewinnen. Das heißt, Sie müssen schießen. Mhm. Wenn ich jetzt schießen sage, ärgern Sie sich? Markieren, ja. Finden Sie das so einen großen Unterschied? Also ich weiß, dass diese Paintballs, Blackmaster damals zum Markieren von Rindern aus der Herde in Amerika benutzt wurden und dass daraus dann irgendwann das Gotcha-Spiel entstanden ist. Und seitdem ist es bei dem Ausdruck Markieren geblieben. Ja. Und man markiert, man hat damals die Rinder ja auch nicht mit diesen Dingern getötet, man hat sie einfach nur markiert, um sie aus der Herde rauszuholen. Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, das Ding sieht ja schon recht martialisch aus. Ne? Das ist so ein Markierungsgerät. Ja. Ja. Aber das ist eigentlich nur das Rumpfstück. Hier liegt jetzt noch ganz furchtbar viel. Das brauchen wir, glaube ich, nicht zu erklären. Das ist der Lauf und hier ist der Abzug und das ist der Griff. So, und jetzt setzen Sie das doch bitte mal alles zusammen mit allem, was dazugehört. Also das ist jetzt das Grundstück. Können Sie das mal in eine andere Richtung halten? Ja, so auf sich oder auf den Kollegen beispielsweise. dazu kommt als erstes der Lauf. Mit eingesetzt. Ja. Was sehr wichtig ist halt, also wenn wir auf dem Spielfeld sind, das ist also ein Barrel Plug, nennt man das, also ein Lauf, Stopfen, ja, was immer drin sein muss. Besonders hübsch mit dem Herzchen. Ja. Macht wieder so einen friedlichen Eindruck. Ja, es ist sehr zur Sicherheit, falls doch mal einer am Abzug kommen sollte und sich an die Kugel lösen sollte, dass es im Lauf platzt, also dass es nicht abhanden kommen kann. Also die ganze Farbschweinerei im Lauf. Genau. Ja. Das hier ist der Tank, der ist also mit CO2 gefüllt. Ja. Das braucht man auch, um die Kugel anzutreiben. Ja. Die wird dann befestigt. Also es gibt verschiedene Markierer, also wo man die Flasche entweder direkt oben hinten befestigen kann. Bauen Sie mal zusammen. Und die erklären uns das dann hinterher alles. Haben Sie denn schon mal, wenn Sie jetzt Paintball spielen, so was Ähnliches wie Fieber gehabt? So ist ja was wie Menschenjagd, ne? Ich jag ja keine Menschen. Doch, sicher. Sie wollen doch das Fähnchen erobern. Ich jage die Fahne. Ich jage keine Menschen. Wenn man übers Gelände geht und man spielt mit einem Team zusammen, man denkt überhaupt gar nicht daran, all diese Vorwürfe, die hier vorgetragen werden oder die überhaupt gegen Gotcha und Paintball anliegen, die sind mir natürlich bekannt, aber ich kann die überhaupt nicht in Zusammenhang mit mir bringen oder mit meiner Einstellung. Absolut. Ja, bloß hier sind noch keine Vorwürfe formuliert worden. Nein, aber man weiß ja allgemein was. Nun, als Sie sich eben beispielsweise gegen den Ausdruck Waffe gewährt haben, da will ich nur sagen, in Ihrer eigenen Verbandszeitung wird ständig von Waffe gesprochen. Das ist nicht meine Verbandszeitung, das ist die allgemeine deutsche Paintball-Zeitung. Ja, okay, Paintball-Sport, vielleicht sollte man dann da mal eine einstimmige Sprechweise versuchen reinzukriegen, da steht immer Waffe drin. Mhm. Aber Sie reden von Markierungsgerät, weil es markiert den Gegner mit Farbe. So, nun erklären Sie mal, was jetzt alle gemacht haben. Also, wie gesagt, jetzt habe ich den Tank angebracht. Hier ist es also unterm Griff gemacht. Das hier ist der Tank, also gibt es auch verschiedene, das ist zum Beispiel einer mit Motor. Das ist dafür da, wenn die Kugeln drinnen sind, kann es ab und zu vorkommen bei einem Turnier, dass zum Beispiel eine Kugel nicht durchläuft in den Powerfeed rein, dann ist innen drinnen eine Lichtschranke. Ich mache es mal an, wenn jetzt keine Kugel dran ist, dann dreht sich das automatisch und tut dann praktisch die Kugel dann wieder reinfüllen. Also, ja. Also dafür da, das ist jetzt etwas Moderneres halt. Sicherlich gibt es auch Tanks. Also zusammengefasst gesagt, hier ist für Farbe und Kugel, da ist für Pressluft, damit das Ding rausgeschossen werden kann. Genau. Das Ding stopft das, damit, wenn Sie nach dem Spiel zusammenstehen, sich nicht unbewussten Schuss lösen kann. Genau. Sie haben ja nun eine ganz verrückte Vergangenheit und da wollen wir mal gucken, hat das einen Zusammenhang mit Paintball? Sie sind mal Jurastudent gewesen, sind da Polizist gewesen, sind heute bei einem privaten Sicherungsdienst.
Das hat für mich so eine Affinität zu Paintball. War das mehr oder weniger ein Zwang der Notwendigkeit, der sich da ergeben hat, dass ich auch Paintball spiele? Nö, das hat eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Ich meine, wenn Sie also Polizist und Paintball? Genau, weil Sie das Polizist ansprechen. Ist es ja nicht so, dass ein Polizist oder die Polizisten allgemein jetzt rumlaufen und auch rumschießen oder so, sondern es gibt verschiedene Abteilungen, da wird entweder ermittelt oder verhandelt oder dergleichen. Und darum, man muss mit Waffen umgehen können. Ne? Ja, was heißt mit Waffen umgehen können? Sicherlich. Ich meine, okay, ein Verkehrspolizist, der wird nicht so oft trainiert an einer Schusswaffe, wie jetzt zum Beispiel ein Kriminalbeamter. Und ich war also Kriminalbeamter und da ist natürlich die Möglichkeit öfters da gewesen, eine Schusswaffe zu gebrauchen im Training. Aber das hat nichts damit zu tun. Wie sind Sie denn so an Paintball gekommen? Ist das, als Sie das in Amerika das erste Mal gesehen haben und Sie da mitgemacht haben, ist das so eine Art Sicherheitsbedürfnis von Ihnen gewesen, dass Sie sagten, da kann ich lernen, mich zu verteidigen? Nee, überhaupt nicht. Ich habe das erste Mal im Fernsehen dort gesehen und ich hatte Glück, das war auch in der Nähe, also der Platz. Dann bin ich jetzt hingegangen mit meinem Cousin, also ich habe Verwandte drüben in den Staaten und habe mir das als erstes auch angeschaut und irgendwie hat mir das halt fasziniert, wie sie gespielt haben, kameradschaftlich, also es war also sehr toll mit den Leuten und da haben sie mich halt gefragt, ob ich es auch mal versuchen möchte. Und zum damaligen Zeitpunkt waren ja auch die Markierer nicht so weit entwickelt wie jetzt. Das waren also früher Pumper, also Pump Action, das heißt also, das wird repetiert, wie eine Art, kann man fast zum Vergleich sagen, eine Schrotflinte, die auch gepumpt ist, zwar von dem Mechanismus halt abgenommen worden. Da war das noch ein bisschen anders. Gut, aber das ist jetzt wieder Waffentechnik. Lösen sich bei Ihnen denn so innere Spannungen, wenn Sie Gotcha spielen? Und was heißt Lösen, innere Spannungen? Das nicht. Ich meine, das ist ein Sport, wie jeder andere auch. Ich meine, man spielt ihn, um zu gewinnen in dem Spiel. Klar, aber Sie gehen ja mit Urägeschrei wahrscheinlich auf den Gegner los. Auch nicht, nee. Das wieso nicht? Nee, habe ich doch in dem Film gesehen, klar. Ich meine, okay, sicherlich, wenn die das machen, ich würde es nicht machen, weil ich versuche, eher leise zu spielen, dass man mich nicht sieht und dass ich zum Beispiel ohne Schussausgaben sozusagen an die Flagge komme, weil je weniger ich schieße, erstens mal Spaß. Das ist Ihr ganz persönlicher Ehrgeiz. Genau, ja. Was kostet denn so eine Kugel? Eine Kugel ist verschieden, Sie können die zwischen 10 Pfennig und 15 Pfennig kaufen. Na gut, da ist also nicht viel Spareffekt, wenn Sie mal ein paar mehr verschießen. Wie ist das denn bei Ihnen? Sie wollen Kondition sammeln, haben Sie gesagt. Ja. Und ist da denn so auch das spürbare Gefühl, wenn Sie ein paar Mal Gotcha oder ein paar Mal Paintball jetzt am Wochenende gespielt haben, dass Sie da so richtig entstresst nach Hause gehen? Ja, würde ich schon sagen, weil ich eigentlich bis dato nicht derjenige war, der in die Natur rausgegangen ist oder sich im Wald bewegt hat. Und ich merke also schon, dass das gut tut, sich da draußen zu bewegen, Wald rein, Wald raus, Berg rauf, Berg runter. Ja. Tut gut. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber Sie haben ja nun, und das hat mich kolossal gewundert, eine Vergangenheit, von der ich sagte, die passt nun überhaupt nicht zu Paintball. Sie sind nämlich Wehrdienstverweigerer. Das ist richtig. Wie kann ich denn Wehrdienstverweigerung auf der einen Seite sein, auf der anderen Seite aber eine Fahne nur dadurch zu erobern in der Lage sein, indem ich andere, nämlich von der gegnerischen Seite, abschieße? Paintball farblich markiere. Genau. Ganz einfach deswegen, weil mein Grund, den Wehrdienst zu verweigern, aus Gewissensgründen war, den Dienst an der Waffe zu verweigern. Das heißt also an einem Gerät. An einer Waffe. Ja. Das heißt, an einem Gerät, das einzig und allein dafür konzipiert wurde, Menschen zu töten, was er mit Paintball überhaupt nichts zu tun hat. Sondern der Markierer ist ja lediglich ein technisiertes Gerät, das Kugeln auswirft. Das heißt, Sie denken kein einziges Mal, wenn Sie in dem Spiel sind und wenn Sie eine Farbkugel auf einen anderen abgeschossen haben, den habe ich jetzt niedergemacht, weil jetzt komme ich da durch. Nee, absolut nicht. Einmal. Definitiv nicht. Sie sagen so Quatsch, das ist ein Gedanke, der kommt Ihnen überhaupt nicht. Nein, der Gedanke kommt dann nicht. Ne? Absolut nicht. Man spielt keinen Krieg, wenn man Paintball spielt. Man macht einen Sport. Man hat gewisse Mittel dazu, so wie Degenfechter ihren Degen haben, was ja auch ein Tötungsgerät ist und was wahrscheinlich auch noch wesentlich mehr darauf abgezielt ist, im Wettkampf genau die zu tötenden Stellen am Körper zu treffen. Und derjenige, der diesen Treffer gelandet hat, der hat gewonnen. Wir haben eine Weltmeisterschaft gewonnen und alle Welt hat gejubelt in Degenfechten. Sie waren jetzt Degenfechten? Ja. Mhm. In Paintball, da zählt jeder Treffer. Es zählt ein Waffentreffer, es zählt ein Treffer am Schuh, jeder Treffer. Das heißt, Sie können sich von diesem Gedanken so völlig freimachen, Frau Braun, dass Sie in dem Moment, wo Sie jemanden markieren farblich, den im Geiste abgeschossen haben. Ja, ich sage ja, dieses Problem haben andere Leute. Das ist deren Problem, damit klarzukommen, aber nicht meins.
Absolut nicht. Ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Was denken Sie denn in dem Moment, wo Sie jemanden farblich markiert haben, um jetzt in Ihrer Sprachweise zu bleiben? Nichts. Ich denke da nichts. Ich spiele dann einfach und dann geht es weiter und dann versuche ich weiter an die Fahne zu kommen und versuche die zu erringen. Und dann, wenn wir als Team diese Fahne, dann dieses Spiel gewonnen haben, dann macht es Spaß, weil man dieses Spiel gewonnen hat. Sie werden lachen, Ihnen glaube ich das, den Männern glaube ich das nicht, weil mir da zu viel Aggressionspotenzial liegt, was da bei diesem Spiel auch freigesetzt werden kann. Haben Sie denn das Gefühl, dass wenn Sie jetzt, Sie sind wahrscheinlich die einzige Frau in so einer Mannschaft, momentan, wir hatten schon öfter einige Frauen spielen. Aber der Regelfall ist wahrscheinlich, dass sie ziemlich alleine sind als Frau oder eher weniger. Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass das bei den Männern da oben im Kopf genauso vor sich geht? Also ich kann nur sagen, was bei uns auf dem Spielfeld abgeht, das ist eigentlich mehr Jux und Spaß und man freut sich aufs Wochenende und man hat Spaß am Wochenende und es werden überhaupt keine Witze in der Hinsicht gerissen oder... Ich weiß, es sind auch alles gestandene junge Leute, die dann aufs Spielfeld kommen. Und bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich dann irgendwas tue, so wie andere Squash spielen und einfach nur mich bewege und im Wald bin. Und dann komme ich nach Hause und dann fühle ich mich richtig ausgepumpt, weil ich so viel gelaufen bin. Und dann war es das. Ja, also ich nehme einfach ungläubig zur Kenntnis, dass ein Wehrdienstverweigerer, der mit Überzeugung den Dienst an der Waffe abgelehnt hat, weil er keine Menschen töten will, bei dieser Sportart eine besondere Freude in der Freizeitbeschäftigung und Erfüllung in der Freizeitbeschäftigung finden kann. Das nehme ich einfach mal. Bitte. Selbstverständlich. Also ich bin jetzt auch ein männliches Wesen, das spielt und irgendwo aus dem, was Sie vorher gesagt haben, entnehme ich ja, dass ich jetzt ein gewisses Aggressionspotenzial haben muss, um diesen Sport auszuführen. Habe ich das richtig verstanden, oder? So ist das ja. Ja, also da kann ich ja wirklich nur für mich selbst sprechen und meine, das ist absolut nicht der Fall. Also ich spiele jetzt seit einiger Zeit Paintball und finde diesen Sport auch sehr gut und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche Aggressionen loswerden muss und das Spiel dadurch aggressiv gestalte, dass ich mit einer gewissen Aggression auf einen Gegner zugehe. Also das ist wirklich etwas an der Hand herbeigezogen. Also es macht einen Sport, der mir wirklich sehr viel Spaß macht. Und es gibt andere Dinge, die mich wirklich wesentlich mehr aggressiv machen oder mich in irgendeiner Weise irgendwie unausgeglichen erscheinen lassen. Ja. Dann denke ich zum Beispiel ans Fernsehen oder sowas. Also ich würde mir nicht bestimmte Filme zum Beispiel einfach nicht angucken. Das, was ich da oben mache, in dem Team, mit dem ich spiele, das ist wirklich Spaß. Und es macht mir Spaß und es macht Spaß mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin. Und ich habe in vielen anderen Vereinen schon Sport gemacht, über längere Jahre. Ja. Und habe eigentlich noch nie, also für meinen Teil jetzt, so ein gutes Team oder so einen guten Teamgeist erleben können. Also die ganze Vereinsmeierei fällt weg. Ich stelle keine Sekunde in Abrede, dass es Spaß macht, weiß Gott nicht. Es ist nur immer eine Frage der Motivation, warum es Spaß macht. Das habe ich ja gerade versucht, einigermaßen zu machen. Weil Sie den Teamgeist gut finden, weil es Ihnen Spaß macht, in diesem Team sich körperlich zu betätigen. Das ist genau so habe ich Sie richtig verstanden. Ja, so habe ich richtig verstanden. Okay, so habe ich es auch klargestellt. So, nun haben wir aber auch die Motivation der drei hier auf dem Podium. Wir reden weiter, aber ich möchte jetzt mal einen Kritiker zu Worte kommen lassen. Herzlich willkommen, Klaus-Martin Scherer aus Aachen. Herr Scherer, Sie sind mit Gotcha das erste Mal, wenn ich recht informiert bin, in Berührung gekommen in Berlin. Ja. Das erste und das einzige Mal, muss man dazu sagen. Gut, aber warum gefällt Ihnen Gotcha oder Paintball nicht? Also ich muss erstmal vorschicken, ich bewundere Sie, mit welcher Ruhe Sie hier diese Augenwischerei überstanden haben. Denn man muss es sich einfach mal vergegenwärtigen, allein der Name. Gotcha ist eine, ja, wie soll man sagen, eine umgangssprachliche ein Ausdruck aus dem Englischen und bedeutet nichts anderes als, ich hab dich. I got you. Ja. Ja. Und sagen meine Kinder auch, wenn sie fangen, spielen. Genau. Ja, gut. Kein Mensch wehrt sich dagegen, dass in der Volks- oder Grundschule Völkerball gespielt wird. Dass sie sich gegenseitig abwerfen. Moment, heißt, Moment, jetzt hab ich geht ja noch weiter. Wenn Sie hier erzählen, dass diese Waffe, die Sie da in der Hand halten. Markierer, ja. Nein, diese Waffe, die mit einigen technischen Kabinettstückchen ohne weiteres scharf gemacht werden kann und damit dann auch auf Menschen eingesetzt werden kann. Also dann sind Sie wirklich nicht über die Technik informiert. Ich glaube schon. Diese Waffe muss, damit sie vom BKA einen Stempel bekommt, eine Austrittsgeschwindigkeit oder eine Austrittsenergie von weniger als 7,5 Joule, verbessern Sie mich, wenn ich da falsch liege. Und das ist mit, Sie haben es auch gesagt, mit einer einfachen Pumpvorrichtung, mit einer größeren Druckluft,
indem man diesen CO2-Anteil in der Flasche erhöht, dass sich der Druck stärker ausdehnt, ohne weiteres zu erreichen. Herr Regler und Herr Scherer, ich möchte mich an dieser Stelle mal ein wenig einmischen. Nicht, weil mir das zu technisch wird, sondern Sie sagen Waffe, Sie sagen nicht Waffe, sondern Markierungsgerät. Ob das nun ein waffenähnliches Gerät ist oder nicht, ist egal. Nur der Eindruck einer Waffe entsteht und das ist für mich das Problem. Ja, wie das nun heißt, ist mir eigentlich ziemlich schnurz und wahrscheinlich den meisten auch. Der Eindruck der Waffe, das optische Bild der Waffe, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ob das nun Paintball heißt oder Gotcha heißt, und ob das irgendwelche Erklärungen bedarf. Ich glaube, Paintball ist eine sehr liebe Umschreibung für Gotcha. Da kann nicht der Kern drin liegen. Und ich glaube, Herr Scherer, das ist auch nicht Ihr Kernargument. Nee. Also die Sache sieht folgendermaßen aus. Abgesehen von den physischen Folgen, die dieses angebliche Spiel, ich bezeichne es als Krieg, haben kann. Das ist von dem Herrn Wittmann hier unterschätzt worden. Es ist zum Beispiel der Fall gewesen, dass erst vor kurzem ein 14-Jähriger in den neuen Ländern ein Auge verloren hat. Ist er 14, er darf offiziell erst ab 18 spielen. Ja, aber Herr Scherer, da würde Herr Wittmann jetzt sagen, dann hat er nicht die Schutzmaske getragen. Das ist Vorschrift beim Spiel. Eben. Ja, dafür ist er aber verantwortlich als Betreiber und nicht der Junge. Der Unfall. Dazu geht es aber noch weiter. Sie haben es eben auch gesagt, mit einem Schuss an die Schläfe. Das kann immer mal passieren. Würde ich selbst auch sagen, dass man ihn am Bein treffen will. Der 14-Jähriger darf die Waffe überhaupt nicht in der Hand haben. Wo handelt der Waffe? Wie ist es dann passiert? Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um die allgemeinen Gefahren. Lassen Sie uns nicht ins Spezielle abgreifen. Und dann sieht es ja wohl so aus, dass außer diesen physischen Gefahren die psychische Seite, die noch viel wesentlichere Rolle spielt. So, ich glaube, jetzt sind wir beim Punkt, ja. Es ist einfach so, dass mit dieser Art von Freizeitbetätigung die Hemmschwelle der Gewaltbereitschaft, die in dem Einzelnen zweifellos vorhanden ist, die ist in mir vorhanden, die ist in Ihnen vorhanden, eindeutig gesenkt wird. Weil Sie eben das psychologische Motto dieses Spiels ist ja, puste deine Probleme weg. Das heißt, die Spieler gehen auf ein Feld, versuchen, wie Sie es ausdrücken, die Fahne zu gewinnen. Und wenn man ein bisschen in der Wehrgeschichte belesen ist, dann es ging immer um eine Fahne. In den ganzen Kriegen, die es gegeben hat, ging es letztendlich immer um eine Fahne. Der Fahnenmann marschierte immer vorwärts. Und wenn Sie mir da jetzt erzählen wollen, oder diese Herren und Damen, dass es sich da auch nur um ein Spiel gehandelt hat, bitteschön. Man kann nur bestehen, wenn man mit dieser Waffe operiert. Das heißt, man kann auf diesem Spiel, in Amerika heißt es ja nicht umsonst Elimination Game oder Survival Game, man kann nur überleben, indem man möglichst viele Gegner einfach umbringt, wenn es auch nur symbolisch ist. Das ist Blödsinn. Es handelt sich hier um ein Spiel. Du nimmst es für dich persönlich sehr ernst, habe ich das Gefühl. Das heißt, du hast ein Problem damit, das brauchst du aber nicht auf andere zu spielen. Frau Bauer, der Herr Scherer sagte, indem ich sie aus dem Spiel nehme. Das geht auch in Abklatsch. Man liest ab und zu von liquidieren. Das klingt dann nun wirklich brutal. Aber das ist genau der Punkt, über den wir eben schon geredet haben. Für die einen entsteht der Eindruck, erschossen oder abgeschossen und damit aus dem Spiel genommen zu werden. Und für den anderen ist das halt eine ganz normale Farbballmarkierung. Aber lassen Sie uns doch nochmal auf diesen ersten Punkt von Herrn Scherer zurückkommen, als er gesagt hatte, hier wird die psychologische Hemmschwelle abgebaut. Frau Bauer, Sie haben zwei Kinder. Wie alt sind die? Frauen. Frau Braun, Entschuldigung, Ihre beiden Kinder, wie alt sind die? 10 und 11 Jahre. 10 und 11 Jahre, die dürfen natürlich nicht mit auf den Platz, weil geht erst ab 18, klar. Genau. Kennen die das Spiel? Ja, sicher. Die kennen das Spiel, ja. Wie finden Ihre Kinder das Spiel? Die finden das auch okay, die spielen es ja selber, aber die spielen es auf ihre Kinderart, die spielen nämlich Räuber und Gendarm. Ja. Und jedes zweite Kind in unserer Siedlung hat heutzutage schon einen Super-Soaker oder einen sogenannten Nerf. Und das sind diese ganzen Teile, die Kinder heutzutage benutzen. Und früher hat man halt Zwillen benutzt oder früher hat man irgendwelche Erbsenpistolen benutzt. Im Endeffekt ist dieses Spiel nichts anderes als das, was wir früher gespielt haben. Und ich habe auch kein Problem damit, mir vorwerfen zu lassen, in Anführungsstrichen, ich wäre wieder ein Kind, wenn ich auf dem Spielfeld stehe. Nö, das sicherlich nicht, denn dort werden Sie sich ja auch ganz anders auslassen wollen, als Sie das als Kind überhaupt tun konnten. Für den Psychologischen würde ich gerne erzählen. Ja.
Und zwar bin ich der Meinung, dass jeder, der einmal Paintball gespielt hat und das mehrmals am Tag mehrere Spiele gemacht hat, also mehrmals quasi in Anführungsstrichen gestorben ist, ganz genau weiß, dass er niemals in den Krieg ziehen wird, weil er da nicht abends heimgehen kann zum Duschen und nichts ist passiert, sondern da liegt er irgendwo im Krieg und hat keinen Arm mehr oder sonst was. Und jeder Paintball-Spieler realisiert das und sagt, oha, jetzt hätte ich hier oder hier ein Loch. Und darum wird er niemals in den Krieg gehen oder einen Krieg für gut heißen. Ja, aber Herr Riegler, leider ist es absolut falsch, was der Herr Riegler sagt. Da muss ich jetzt mal wieder deutlichst widersprechen. Es sieht doch so aus, wenn der, ich habe Ihren Namen vergessen. Herr Riegler. Nilewski. Herr Nilewski. Sie haben in Ihrer Tätigkeit als Kriminalbeamter und jetzt als Sicherheitsbeamter, haben Sie jeden Tag eine womöglich scharfe Waffe am Gürtel oder wo auch immer. Und da wollen Sie mir erzählen, dass wenn Sie am Wochenende auch noch lernen, wie man diese Waffe möglichst schnell zieht, wie man möglichst effektiv schießt, wie man die Leute umbringt, dass Sie in einer wirklichen Gefahrensituation in Ihrem Beruf nicht automatisiert oder automatisch zu dieser Waffe greifen und dann einfach abziehen. Das können Sie mir nicht erzählen. Also ich sehe das auf jeden Fall nicht so. Aber erstens mal, es gibt keine Markierer, die wo bloß so klein sind, wo man auch so schnell ziehen kann. Man trägt es immer bei sich. Und zweitens mal mag ich einfach mal klarstellen, es kommt immer darauf an, mit was für einem Geist man vor dem Markierer ist. Und ich meine, ich oder die meisten von unserem Team oder die meisten, wo ich auch sagen kann, die spielen, die gehen nicht in das Spiel rein und sagen, aha, heute schlacht immer wieder jemand ab, was weiß ich, so wie es jetzt gerade in Jugoslawien ist, da denkt kein Mensch dran. Dann wundert es mich, aber... Lassen Sie mich mal eine Frage stellen, Herr Nilewski, Herr Riegler und Frau Braun. Es ist mir an und für sich völlig egal, womit Erwachsene ihre Freizeit verbringen, sofern sie halt beispielsweise die, die anders gepolt sind, nicht stören dabei. Da muss dann schon eine gewisse, ein gewisses gegenseitiges Respektieren sein. Da ist, liegt auch für mich gar nicht so der Kasus Knacktus. Für mich liegt der Kasus Knacktus bei einem anderen Punkt. Ab 18 darf man es spielen. Was ist mit denen, die jünger sind? Was ist mit unserer Jugend? 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jahre, wenn die von diesem Spiel begeistert sind, wahrscheinlich auch sehr begeisterungsfähig dafür sind, weil das geht ja für die so ein bisschen in diese romantische Ecke, Räuber und Gendarm. Tritt da nicht ein ganz neuer Gefahrenherd auf? Die sind bestimmt auch begeistert von Autofahren, aber die dürfen auch nicht Autofahren. Mhm. Und bei uns dürfen die auch nicht spielen. So ist das. Ende, Schluss. Gesetze sind Gesetze. Na gut, aber es gibt auch 18-jährige Gefährdete. Da gibt es auch 14 und 15, da gibt es auch... Ja. Es geht aber allein... Da gibt es auch 14 und 15 der Jungs in England, die klauen Autos. Und es ist eine Wahnsinnsarbeit für die Polizei jetzt. Es ist aber leider noch nichts zu stoppen, die tun es bestens, aber es geht nicht. Aber es sind 14, mit 10 knacken die Autos. Das ist ein ganz anderes das ist Thema. Die dürfen Paintball unter 18 nicht spielen. Es geht nicht wenn darum, die spielen, spielen unter 18, dürfen. Die dürfen nicht. Es ist ja, genau wie Autoknacken. Ja, aber egal, selbst wenn sie 18 sind und kommen auf ihren Platz und wenn sie gefährdet sind, wenn die Hemmschwelle der Gewaltbereitschaft bei ihnen sowieso recht aber niedrig angesetzt ist. Aber einmal in das Fernsehprogramm zu gucken, was, wenn die das Fernsehprogramm anschalten und sie sehen irgendwelche Sendungen, meinen Sie nicht, dass da die Hemmschwelle nicht auch wesentlich mehr? Sie wird durch entsprechende brutale Sendungen sicherlich, ich glaube, da gibt es auch keinen Zweifel mehr gesenkt. Und da nur hier senke ich sie zusätzlich durch aktives Tun, wenn ich es so interpretiere wie Herr Scherer. Und damit muss ich jetzt leider zum Ende kommen. Bei Ihnen ist also das Hauptargument, Paintball bzw. Gotcha senkt die Hemmschwelle zur Brutalität, ist daher Ihrer Ansicht nach gefährlich, ferner der Gebrauch von Geräten, die Ihrer Meinung nach Waffen sind, ist wie Kriegsspielzeug. Ja. Während die Paintball-Anhänger sagen, das sind Markierungsgeräte, das ist Quatsch und wir denken nicht daran, dass wir jemanden töten, wenn wir ihnen mit Farbbällen gleich Paintballs markieren. Ich würde sagen, bei mir kommen jetzt Firmen auf meine Gelände wegen Management Training Courses, so das heißt, die kommen zu mir, ich kann es auch nicht glauben, aber es stimmt, die kommen zu mir für Management Training. Das ist auch sehr bekannt in England, beim Management Training, man wird auf ein Paintball Field gehen, wegen einem Teamgeist. Ich gebe den Namen jetzt ganz bekannt, American Express, BP, Esso, Shell, haben ihre eigene Mannschaften. Ja. Die spielen Paintball schon jahrelang in England. In Deutschland, es wird noch nicht akzeptiert, aber es kommt. Als Management-Training von wegen Teamwork und ähnlichem mehr. Nein. Jawohl. Wir machen ein kleines Päuschen und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. You're ever making anything of yourself in this business?
And at this moment...